Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr euch eigentlich auch schon gefragt, wohin mit dem ganzen Laub, was jetzt von den ganzen Sträuchern und Bäumen runterfällt? Hier zum Beispiel unser wilder Wein, der hier die Hausmauer richtig schön berankelt. Da könnt ihr mal ja gucken, wie viel Laub da jetzt schon liegt. Und das wollen wir zusammenhaken. Und dann beantworten wir noch verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, was kann man damit alles machen? Und noch ein paar mehr. Und ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und los geht's. So, wie gerade eben gesagt, fangen wir jetzt hier an bei unserem wilden Wein. Und wir müssen das jetzt nämlich zusammenhaken, weil ihr seht ja hier überall, die blauen Samen hängen da überall noch dran. Und bevor die alle runterfallen, müssen wir hier schnell das Laub aufsammeln. Weil wenn die Samen einmal runtergefallen sind, dann sind die ja überall mit drin. Und dann kann man das schlecht noch irgendwie auf den Kompost machen oder auf ein Beet hauen, weil sonst wächst ja überall der Wein. Deswegen müssen wir es jetzt schnell zusammenhaken. Und jetzt stellt sich die Frage, wohin jetzt hier mit dem ganzen Laub? Also wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr erst auf dem Kompost gemacht und da war ja auch das Problem, dass wir zu spät das zusammengehakt haben. Also da waren wirklich schon ganz viel Samen mit dabei und man hat es wirklich gesehen, im Frühjahr kam da überall wilder Wein hoch auf den Kompost und deswegen müssen wir es jetzt schnell zusammenhaken. Vor allem das Laub hier, das ist so ein richtig schönes Laub, also so ein richtig feines und das verrottet auch richtig schnell und wenn ihr das jetzt auf dem Kompost anlegt, dann dürfte das glaube ich auch schon so im Sommer, im Frühjahr fertig sein, also dann hat man schon richtig schöne Erde. So, die erste Schubkarre ist voll. Und die bringen wir jetzt weg. So, und wenn ihr auch zum Beispiel eine Walnuss habt, so wie wir hier eine richtig schön große, die wirft natürlich auch eine Menge Laub ab, das sieht man hier überall. Hier haben wir auch schon ein bisschen zusammengehakt. Und hier bei den Laub ist das so, das fässt sich auch alleine schon ganz anders an, ist auch viel dicker. Das braucht nämlich auch viel länger zum Verrotten, die Walnussblätter oder auch zum Beispiel Eichenblätter, weil die enthalten nämlich viel Gerbsäure. Das ist nämlich ein Stoff, der verlangsamt nämlich die Verrottung der Blätter und zum Beispiel Linden, Buchen oder hier zum Beispiel auch eine Birke, hier, die enthalten nämlich eher weniger von dieser Gerbsäure und das heißt, die verrotten nämlich viel schneller und ja, deswegen am besten immer unterschiedlich kompostieren, zum Beispiel die Walnuss hier, denn nicht einfach auf den Kompost machen mit den Lindenblättern, sondern halt einfach extra trennen. Also in kleinen Mengen kann man das auch einfach noch hinzufügen, noch einfach mit hinmachen. Aber so ein riesen Haufen zum Beispiel, der braucht viel zu lange zum Verrotten. Deswegen einfach extra kompostieren und dann ist man auch schon fertig. So, und hier haben wir auch den Kompost. Da haben wir, wie gesagt, einfach so ein Drahtgestell einfach mal rumgestellt. Oh, seid doch mal leise. Da haben wir einfach so ein Drahtgestell rumgestellt. Und das funktioniert wirklich super, weil dann können die Blätter nicht raus. Die bleiben einfach hier und verrotten. Vor allen Dingen, wir haben es letzten Herbst erst richtig hier bis oben mit Berg aufgefüllt. Und ihr könnt ja mal gucken. Das ist bis hier abgesunken. Und darunter ist wirklich jetzt schon richtig schöne Erde. Und ja, und deswegen immer schön noch was drauf machen. Dann haben die wieder was zu tun, die Regenwürmer. So, und hier sieht man auch zum Beispiel, was ich meine. Hier überall wächst jetzt schon wilder Wein. Also hier von den kleinen blauen Samen hat er sich wohl ausgesamt und wächst jetzt hier schön. Und vor allem auch Brennnessel. Oh, noch viel mehr wächst einfach nebendran, aber das ist einfach egal. Können wir einfach wachsen lassen. Hauptsache hier drinnen bleibt das. So, mittlerweile sieht es auch schon ein bisschen vernünftiger aus. Hier sieht man jetzt auch mittlerweile mal, wo überhaupt noch Steine sind. Natürlich liegt jetzt hier noch ein bisschen was und da hängt natürlich überall noch was dran. Aber das, ja, das müssen wir dann sowieso extra machen, weil da wie gesagt noch ganz viel Samen dran hängen. Und ja, Finn, die wievielte Karre ist denn das jetzt überhaupt schon? Dritte? Das ist doch die vierte. Vierte Karre schon. Wow.
So, und dann haben wir natürlich hier noch ganz viel Laub von der Linde hier. Das kommt auch woanders hin, aber dazu kommen wir gleich. So, wir sind jetzt nämlich hier bei der Linde und das müssen wir jetzt erstmal hier zusammenkratzen und dann erzähle ich euch gleich, was wir damit machen. So, und die Schubkarre ist jetzt voll und jetzt kommen wir zu den vier Verwendungsmöglichkeiten, was ihr jetzt einmal mit dem Laub machen könnt. Also die allererste ist, wenn ihr gerade zum Beispiel ein leeres Hochbeet habt, so wie wir, könnt ihr das einfach hier unten reinmachen. Das verrottet dann schön. Und dann spart man natürlich auch teure Erde, so wie hier. Wenn man dann nämlich so eine schöne Schicht Blätter hinmacht, da kann man dann auch einfach noch grobe Äste und so weiter einfach noch reinmachen. Und dann, dass man dann vielleicht so halb voll mit Ästen, Blättern, vielleicht auch einfach Küchenabfällen ist, dann kann man einfach den Rest Erde machen und dann hat man ganz viel Geld gespart. So, noch eine Verwendungsmöglichkeit wäre zum Beispiel das Mulchen. Hier zum Beispiel auf unserem Gemüsebeet macht sich das gut jetzt, wo einfach kein Gemüse mehr steht, wo alles einfach jetzt kahl ist. Da einfach ein bisschen Laub hinmachen. So, das ist jetzt zwar ganz schön wenig, aber das ist jetzt einfach nur ein bisschen so zur Veranschaulichung, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Natürlich könnt ihr ruhig ein bisschen mehr machen, weil nur so ein bisschen, das lohnt sich ja fast gar nicht. Also wenn ihr einfach schön Laub drauf machen, das isoliert dann vorne richtig schön den Boden. Also sowas wie hier zum Beispiel, so nackten Boden, das will man am besten gar nicht haben. Der Boden ist ja quasi das Wichtigste im Garten. Und ja, deswegen immer schön mulchen, vor allem im Winter, wenn es jetzt so kalt ist, damit es nochmal besser den Boden schützt. So, die dritte Möglichkeit wäre auch einfach auf Kompost, weil das ist nämlich super Kompostmaterial, weil das Laub verrottet nämlich ganz schnell und wird dann schnell zu guter Erde. Deswegen einfach schön Laub drauf machen auf dem Kompost. Da müsst ihr aber darauf achten, falls da zum Beispiel Samen bei sind von Pflanzen, die ihr nicht haben wollt, wie zum Beispiel der wilde Wein oder auch hier zum Beispiel der Flieder, weil das vermehrt sich dann nämlich ganz schnell auf dem Kompost. Und wenn ihr denn den Kompost auf Beete wieder ausbringen wollt oder einfach nur als Blumenerde nehmen wollt, dann habt ihr ganz schnell ganz viel Unkraut drin. Und wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, hier auf dem Kompost am besten nur Blätter raufhauen, die schnell verrotten, wie hier zum Beispiel Linde oder Birke, Ahorn oder Buche, damit das halt wirklich auch schnell verrottet und nicht noch nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren, wenn man den Kompost erntet, immer da noch Blätter sind. So, und die vierte und letzte Anwendungsmöglichkeit, was ihr damit machen könnt, ist einfach einen Unterstuf zu bauen. Wir kippen das jetzt einfach hier mal einen Blühstreifen hin, weil das sieht wirklich als Unterschlupf für die unzähligsten Tiere, wie zum Beispiel die Igel. Das ist ja wirklich weltbekannt, der Laubhaufen mit den Igel. Oder auch einfach für die Insekten und was weiß ich, was da alles noch kommt. Und natürlich verrottet sie noch irgendwann und dann bestimmt nächstes Jahr im Herbst dürfte man dann auch gar nicht mehr viel von sehen. Hier sieht man das auch schon, wenn man das Laub zu lange liegen lässt, dann wird der Rasen irgendwann gelb, weil er einfach zu wenig Sonnenlicht bekommt. Deswegen immer direkt hier weghaken, so wie wir jetzt. Ist bald schon ein bisschen zu lange hier liegen geblieben. Deswegen immer ranhalten, sobald das Laub hier von den Bäumen runtergefallen ist, immer direkt aufhaken und je nachdem, wie ihr wollt, einfach verwerten. Natürlich, falls ihr einfach keinen großen Garten habt, also keinen Kompost oder so, natürlich könnt ihr das ja noch einfach eine Biotonne machen. Aber ich würde euch immer empfehlen, einfach einen Kompost anzulegen, auch in Kleingärten, weil das hat wirklich ganz viele Vorteile. So, wir sind jetzt hier erstmal fertig. Natürlich haben wir jetzt hier nicht jedes einzelne Blatt überall weggehakt, weil ihr seht ja, der Baum ist noch grün und hat noch unzählige Blätter dran. Deswegen haben wir jetzt nicht so genau einfach jedes Blatt da weggesammelt. Das würde auch viel zu lange dauern. Und wir fahren hier einfach sowieso nochmal mit einem Rasenmäher lang. Und der macht das dann sowieso alles klein. Und ja, und hier vorne auch bei unserem Wein, das sieht jetzt richtig ordentlich aus. Natürlich noch ein bisschen Dreck. Ja, aber sonst sieht man wirklich mal, das war ja bestimmt bis hier vorne. Und das war wirklich 4 Schubkarren Laub.
hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so viel ist. So, das war es jetzt auch mit dem Video und ich hoffe, ihr wisst jetzt, dass Laub kein Abfall ist, sondern ein richtig hochwertiger Kompost. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Ciao.